Und herzlich willkommen zum fünften Part von Mario Kart 7. Heute mit Donkey Kong. Und dem Sternencup. Die erste Strecke ist die Röhrenraserei und ich habe es geschafft, diesmal nicht zu vergessen, die ganzen Informationen zum Spiel rauszusuchen. Also, Mario Kart 7 ist der siebte Teil der Mario Kart Hauptreihe. Das ist, denke ich, bewusst. Dann, ein Moment. Das, was ich gefunden habe, stand halt bei Google, dass es 2000, ach, ich bin so schlecht in Informationen raussuchen, am 1. Dezember 2011 rausgekommen sein soll. Ja, ich gucke gleich nochmal, was noch so da steht. Für die Systeme der ganzen Nintendo 3DS-Familie, also Nintendo 3DS, 3DS XL, Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL und New Nintendo 2DS XL. Dann gucke ich gleich nochmal drauf. Das ist halt echt schwer in der Röhrenraserei. Ja, das ist halt so mies. Die Entwickler habe ich gefunden, dass es Nintendo ist, das war aber klar. Und Retro Studios, was ich ja auch wusste. Och Mann. Und wenn das richtig ist, die Information, die ich da gefunden habe, dann ist Mario Kart 7 auf Platz 1 der 3DS-Spiele mit 18,71 Millionen verkauften Einheiten. Was ganz schön viel ist. Natürlich, Mario Kart Wii, der Vorgänger, war, glaube ich, fast doppelt so gut. Mit 37 Millionen oder so. Aber die Wii hat sich ja auch besser verkauft. Und damit ist es halt trotzdem noch übelst hoch. Und das habe ich jetzt auch endlich nachgereicht. Gut, ich mache kurz einen Cut. Bis gleich. Und die Röhrenraserei, dazu wollte ich auch noch was sagen, ist eigentlich echt eine schöne Strecke, aber es gibt immer noch bessere. Zum Beispiel diese hier. Varios Galeonenwrack. Ich werde euch hoffentlich verlinken, wo ich das mit den verkauften Einheiten gefunden habe. Wenn ich es vergesse, tut es mir leid. Genauso wie ich vielleicht nochmal verlinke meinen Instagram-Account. Denn da kamen schon 2 Posts zu meinem Zeitpunkt. Und ja, ich habe bei Instagram mehr Follower als auf YouTube. Das liegt daran, dass ich den Account schon länger habe. Und da vorher mein alter YouTube-Account war. Und ich kriege gerade irgendwie gar nichts hin. Ja, ich habe auf die Kamera geguckt.
Aber hier gibt es eine tolle Abkürzung, die man immer nehmen kann. Mann, manchmal behindern dich die Blooper mich schon. Okay, ich bin Platz Nummer 1. Habe auch jemanden mit meiner Bananenschale erwischt. Jetzt nochmal. Varius Galeonen Frack. Wünsche ich mir echt ein Remake. Da diese Strecke echt hübsch ist. Das Schiff-Setting gefällt mir. Das war so dumm. Sorry, aber so dumm war ich noch nie. Ich bin auch gerade nicht wirklich konzentriert. Deswegen konzentriere ich mich jetzt einfach mal ein bisschen. Und versuche noch Erster zu werden. Das werde ich auch hoffentlich schaffen. Hä? Hä? Das ist doch völliger Betrug. Wieso bin ich da jetzt nicht drüber gekommen? Ich habe sogar R gedrückt. Aber es ist halt einfach mal wieder nichts passiert. Naja. Hä? Ich bin Erster? Okay, ich weiß nicht wie. Aber von mir aus. So irgendwie ein bisschen unverdient, würde ich sagen, aber die Strecke ist trotzdem schön. Und wir sind schon bei der Hälfte. Und ich mache einen Cut. Mache jetzt weiter. Und jetzt kommt Koopa Großstadtfieber. Ach, und was ich noch gar nicht gesagt habe, in diesem Mario Kart sind auch die Münzen zurückgekommen. Die es ja schon in Super Mario Kart und in Mario Kart Super Circuit gegeben hat. Ach, scheiße, ich weiß nicht, was ich davor gesagt habe. Na, egal. Mann. Oh Gott. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Die Strecke ist eigentlich ganz nett, da sie auch mal wieder eine verregnete Strecke ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gab erst eine einzige davon. Und das war Luigi's Piste vom Game Boy Advance. Solche verregneten Strecken finde ich eigentlich von der Atmosphäre ganz cool. Allerdings konnte ich Koopa Großstadtfieber noch nie wirklich. Aber mittlerweile geht's. Und wenn kein Stachypanzer kommen könnte, kommen würde, wäre es sogar noch besser? Ja, was kommt denn noch alles? Ach, ich dachte gerade, ich werde von der Roten noch getroffen, weil Peach eine abgefeuert hat. So, dann gucke ich auch mal, wenn ich Mario Kart 7 beendet habe, dass ich Super Mario 3D Land aufnehme. Jetzt nehme ich auch mal den normalen Weg. Die Abkürzung habe ich euch ja davor gezeigt. Einfach nach links fliegen. Da ist so ein Aufschwung. Und ich hoffe, dass man das im Hintergrund mal wieder nicht hört. Da es echt unfair ist, dass jetzt zum Beispiel noch ein Stachypanzer kommt. Jetzt wahrscheinlich noch eine rote. Nee, sie hat sie nach hinten geworfen. Nein, hat sie nicht. Sie hat sie einfach nur hinten dran gehalten.
So, ich hoffe, die Strecke gefällt euch vielleicht. Wenn ja, sie gibt es auch in Mario Kart 8. Bis jetzt stehen wir bei 30 Punkten von 30, die wir haben können. Ich mache kurz einen Cut. Okay. Ich mache weiter. Mit dem Wuhu-Bergland. Sie ist echt auch eine extrem schöne Strecke, in der es leider einen großen Bug gab. Vielleicht, wenn ich dran denke, hänge ich ihn euch mal hinten dran. Wenn ich es hinkriege. Wenn nicht, dann sorry. Für den Online-Modus wurde er, glaube ich, gepatcht. Allerdings nicht für die Solo-Fahrzeiten. Was halt echt schade ist. Was? Ich wollte doch ein Item. Allerdings auch hier wieder ein schöner Wii Sports Remix. Wii Sports ist ja, wie manche vielleicht wissen, das meistverkaufteste Spiel von Nintendo. Mit, glaube ich, über 80 Millionen verkauften Einheiten. Wie Play müsste auch ganz weit sein mit 37 Millionen verkauften Einheiten. Genauso wie Mario Kart 7. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Hier gibt es leider mehrere Wege. Die kann ich euch leider nicht alle zeigen. Vielleicht mal in einem Online-Part, wenn ich welche mache. Denn die Online-Server existieren ja noch. Daisy Block, dachte ich zumindest. Und auch diese Strecke ist mal wieder eine Abschnittsstrecke, wie man sieht. Oh nein, hier ist ein Blooper ganz beschissen. Ach, ich mag die Musik. Ich weiß nicht mal wirklich warum. Ich finde sie halt einfach cool. Allerdings nicht das. Sowas regt mich richtig auf, wenn ich dadurch jetzt nicht Erster werde, ne? Na gut, aber es sollte... Hä? Es kam eine rote von vorne. Die hat Bowser getroffen. Ich hoffe, das hat man vielleicht gesehen. Nee, hat man nicht, weil ich den Touchscreen ja nicht abfilmen kann. Aber vor mir war ja keiner. Ganz komisch. Allerdings hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat und dass ich wirklich alles gesagt habe. Zu den Infos, was ich sagen wollte, ich gucke nochmal, was ich mir alles hingeschrieben habe. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt. 2 Sterne. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bei Mario Kart 7. Tschüss, bis dann.